Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Kalenderwoche 6 steht an, wir haben die Folge 11 jetzt in der dritten Staffel vom SCB Verse Report. Mein Gott, drei Staffeln sind es schon und wir gehen natürlich jetzt von hier aus mal direktamente ins Hot Topic. Ja, und das ist mal was Besonderes heute, das Hot Topic selbst. Da geht es nämlich mal um den Rechtsstreit zwischen CIG und Crytek. Da gibt es nämlich ein Update und zwar nicht nur, dass wir jetzt inzwischen wissen, es ist immer noch schriftlich Vorverhandlung dazwischen. Das heißt, jetzt ging es immer hin und her in einem Ping-Pong-Spiel. Crytek hat selbst die Klage eingereicht. CIG hat darauf reagiert mit einer Motion to Dismiss, also einem Antrag auf Ablehnung dieser Klage. Entweder eine vollständige Ablehnung oder zumindest eine teilweise Ablehnung dieser Anklagepunkte. Das Ganze wurde dann wiederum beantwortet von Crytek, die dann auf einzelne Punkte dieser Motion to Dismiss eingegangen sind. Und CIG wiederum hat dann eine Repost geschrieben und hat sich ans Gericht gewandt und nochmal darauf reagiert. Das Ganze ging also x-mal jetzt hin und her, bevor es überhaupt zu einer richtigen Verhandlung gekommen ist. Und dann gab es, während wir uns gestern Nacht bzw. am Donnerstag Nacht nochmal direkt damit auseinandergesetzt haben, wir also in unserem Livestream, in der Talkrunde, haben wir uns hingesetzt und das Ganze nochmal auseinandergenommen, haben viele Kommentare mit reingenommen zu den wiederum andere Anwälte auch auf YouTube veröffentlicht haben, die das Ganze so aus ihrer Perspektive und sicherlich mit einem guten Einblick ins angelsächsische bzw. amerikanische Rechtssystem dann kommentiert haben. Dann, während das lief, also Donnerstag auf Freitagnacht, gab es eine Antwort vom Gericht selbst. Das bedeutet, das hat dann nochmal Stellung bezogen und die hat ein bisschen Verwunderung ausgelöst. Man weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung da dieses quasi Vorurteil geht, im wahrsten Sinne des Wortes, was da gesprochen wurde. Und zwar eine Richterin, die dafür sich verantwortlich zeigt, um genau zu sein, heißt die Richterin Dolly M.G., die hat entschieden, dass es keine mündliche Anhörung geben wird, um erstmal über diese Motion to Dismiss, also den Antrag auf Ablehnung der Klage, zu entscheiden. Diese Anhörung wäre nämlich für Freitag, den 9., also den Tag, an dem ich diesen Verse Report hier aufnehme, live auf Twitch, gedacht gewesen, für 9 Uhr morgens übrigens in Kalifornien an einem Gerichtshof. Und diese, ja, im Grunde genommen mündliche Verhandlung über die Motion to Dismiss, die wurde jetzt gecancelt vom Gericht selbst. Die hat also entschieden, sie braucht das nicht. Sie hat im Grunde genommen wahrscheinlich über die lange Vorverhandlung alle Informationen bekommen, die sie selbst haben wollte, um darüber entscheiden zu können. Und damit ist das Ganze jetzt under submission. Das heißt, es ist jetzt unter, ja, im Grunde genommen der Beurteilung dieser Richterin, was damit passiert. Das kann also sein, dass sie insgesamt der Motion to Dismiss stattgibt und sagt, also die Klage von Crytek wird grundsätzlich komplett abgewiesen. Es kann aber auch sein, dass sie nur Teilen davon stattgibt und sagt, ja, diese und diese und diese Punkte sind inzwischen in der Vorverhandlung so geklärt worden oder für mich so eindeutig, dass ich den Anklagepunkten nicht mehr stattgebe. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, alles ist im Grunde genommen offen. Sie will eine Vollverhandlung, die Motion to Dismiss von Cloud Imperium Games, die erkenne ich so in der Form nicht an. Das heißt, es kommt dann zu einer Vollverhandlung. Dann wäre der nächste Schritt, ob zu entscheiden, ob es ein Bench Trial wird, das heißt, ob sie alleinig im Vorsitz sitzt und eben auch sie alleinig überzeugt werden muss von der einen oder der anderen Partei, oder ob es zu einem Jury Trial kommt, etwas, was wir im deutschen Raum hier in dem Sinne nicht haben. Wir haben zwar ein Schöffengericht, aber wir haben keine Jury, das heißt eine im Grunde genommen Zusammenstellung von Bürgern, immer so zwischen 12 und 25 oder 24 Leute sind es, glaube ich, maximal bei einer Grand Jury, die dann da sitzen und im letzten Endes dann ihr Urteil fällen müssen. Das Strafmaß übrigens wird von dieser Jury nicht festgelegt, sondern die Jury sagt immer nur hopp oder top. Also das heißt, geht es hier in Richtung schuldig oder unschuldig in bestimmten Anklagepunkten und dann muss der Richter selbst in einer Nachverhandlung dann das Strafmaß festlegen. Denkt aber daran, das ist hier auch kein Strafgerichtsprozess, das heißt, hier geht es um einen Zivilprozess, hier geht es also vor allem um Schadensersatzsummen und im Grunde genommen um eine Kompensation, die im Zweifel durch CIG gezahlt werden muss. Das ist jetzt aktuell der Stand. Übrigens, das Ganze kann man im Internet nachverfolgen, Schritt für Schritt. Es gibt dafür eine Website, pacermonitor.com heißt die. Dort kann man jeden Schritt im offiziellen Weg des Gerichtes nachvollziehen und dort kam dann eben auch das Update. Ich zitiere nochmal, the court finds that the defendant's motion to dismiss, bla bla bla, also Zitat,
Is appropriate for decision without oral argument. Und das Ganze ist jetzt under submission and hearing is vacated. Das heißt, es wird also keinerlei Anhörung in diesem Fall geben. Das ist insofern ganz interessant, als dass keine der beiden Konfliktparteien, wenn ich mich jetzt recht informiert habe, einen Antrag gestellt hat, dass diese Art von mündlicher Anhörung in irgendeiner Form nicht gebraucht wird. Beide haben sich, soweit ich weiß, soweit es mich meiner Kenntnis entzieht, nicht dazu geäußert, sondern sie hat das von sich aus entschieden und das bedeutet eben, dass schon sehr, sehr viel vorgetragen wurde von den jeweiligen Konfliktparteien und das sieht man ja auch, seitenweise Papier ist da an das Gericht gesandt worden und sie wird sich jetzt dadurch auf diese Art und Weise ein Bild machen. Wie das Ganze aussieht, wird dann gar nicht mehr so lange dauern, da kann man also mit rechnen, dass so innerhalb der nächsten 2 Wochen spätestens dann eine weitere Vorgehensweise von der Richterin bestimmt wird und dann werden wir an der Stelle hier natürlich weiter darüber berichten. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wir haben alle diese Talkrunden-Teile bei Twitch ausgeklammert als Highlight. Die könnt ihr euch dann bei uns in einer ganzen Playlist angucken. Das heißt, wer sich umfassend darüber informieren möchte, was da der aktuelle Stand ist, was es für Positionen gibt, nicht nur natürlich die von CAG, sondern auch die von Crytek, der kann sich das auch bei Twitch angucken. Das Ganze werde ich dann in der Videobeschreibung entsprechend verlinken. Ja, soviel also zu unserem Hot Topic. Jetzt mal wirklich zu einem Rechtsstreit hier ganz gerade heraus, denn da hat sich, wie gesagt, in der Nacht Donnerstag zu Freitag diese Neuerung ergeben. Ja, und von da aus gehen wir dann mal zu den Updates, die das richtige Spiel betreffen und die natürlich von uns aus auch sicherlich deutlich interessanter sind. Und zwar zu unseren Weekly Updates. Und unsere Weekly Updates gehen natürlich immer los mit Around the Verse. Und Around the Verse, da ging es da diesmal in dem Special um das Weapon Balancing. Da komme ich dann auch gleich noch zu. Vorher waren aber in der Moderation drin der liebe Dave Haddock, das ist der Lead Writer bei Star Citizen, und natürlich Chris Roberts, die beide die Sendung moderiert haben und ein bisschen die Einführung dazu gemacht haben. Und das Ganze war nicht nur gekennzeichnet von dem Special, nämlich dem Weapon Balancing, sondern es gab sozusagen ein Projekt-Update. Das wird jetzt wohl auch einmal im Monat Teil von Around the Verse werden. Und in dem werden sich ein bisschen ähnlich wie im Monats-Update verschiedene Developer aus ganz verschiedenen Richtungen und Teilen des Studios äußern, was so gerade die Fortschritte sind. So zum Beispiel Todd Pappy, jetzt gerade bei mir im Hintergrund zu sehen, der so ein bisschen die Einführung gab und gesagt hat, der Fokus von allen im Studio lag natürlich nach 3.0 auf dem Patch 3.0.1, der Patch, der jetzt auch inzwischen live bei uns gelandet ist. Das bedeutet, hier sollte es darum gehen, dass die schlimmsten Bugs, die jetzt bei 3.0 noch drin waren und die sie nicht mehr geschafft haben, vor dem Release rauszukriegen, dass die jetzt hier Beachtung fanden. So zum Beispiel dieser Schiff-Spawn-Bug, dass die Schiffe eben ohne Triebwerke, ohne Türen, ohne Stühle und sonstige nutzbare Gegenstände drin gespawnt wurden. Und dass der Growth-Ball-Bug, zu dem wir später auch nochmal kommen werden, kurz, dass der eben auch ausgemerzt werden kann. Großteilig soll das auch wohl geklappt haben, gerade den Golfball-Bug gibt es in der Form wohl nicht mehr, aber bei den Schiffspawns kann es immer noch zu Schwierigkeiten kommen und das soll jetzt nach und nach bereinigt werden. Aber das war nicht nur alles, sondern er hat im Grunde genommen nur gesagt, das war natürlich der Fokus, weiter geht's dann natürlich mit der Bearbeitung für 3.1 und weiterführend, außer 3.1, wo es ja sehr viel um die Performance gehen soll des Spiels selbst, wo wichtige Schritte in Richtung der Optimierung gemacht werden sollen, damit zumindest die Netzwerk-Performance gut funktioniert, ging es auch in Weiterentwicklungen in allen Bereichen. Das bedeutet, hier ist zum Beispiel ein Fokus die Arbeit an den Hangars, die jetzt eingerichtet werden, Stück für Stück, und zwar so modular im Aufbau, dass sie für die verschiedensten Locations passen sollen. Die erste dieser Art wäre im Grunde genommen der Truckstop. Der Truckstop ist also, wenn man so will, eine Zwischenraumstation, wie man sich das schon vorstellt, heutzutage eine Autobahnraststätte, wenn man so will. Das Ganze natürlich jetzt nur im übertragenen Sinne so gemeint, aber diese Truckstops sollen eben Hangars bekommen, damit Spieler dort auch ihre Schiffe spawnen, ihre Schiffe wechseln können. Und man auf diese Art und Weise eine Anlaufstelle für eine Pause, Rast oder einen Schiffswechsel hat. Hangars dann sollen auch in verschiedenen Modi sein. Wir kennen jetzt zum Beispiel schon diese sogenannten Top-Loader-Hangars. Das heißt die, wo sich oben die Hangartore öffnen und man von oben nach unten reinfliegen kann oder eben wieder raus. Wie es auf Levski der Fall ist, wer sich da schon mal umgeguckt hat und wer die Landezone kennt, der weiß, dort werden diese Top-Loader-Hangar benutzt. Aber es soll eben auch Front-Loader geben. Die haben wir andeutungsweise schon im Spiel.
Spiel, ohne dass sie bisher funktionieren, nämlich bei Grimhex. Auf der Rückseite von Grimhex, von dem großen Asteroiden, sieht man diese 6 Hangartüren, die sich dort im Grunde genommen immer so, ja, direkt zur Seite öffnen oder nach oben hin öffnen, und man kann eben direkt gerade reinfliegen, ohne dass man das Schiff absenken muss oder eben nach senkrecht starten muss. Das sind so die beiden groben Konzepte, die sie dafür haben. Ansonsten, Modularität steht da ganz, ganz wichtig und im Vordergrund, denn die Hangars sollen angepasst werden können auf die verschiedensten Locations. Sie sollen die Möglichkeit bieten, dass man sie umbauen kann, sodass man zwar das Grundkonzept des Hangars natürlich wiedererkennt, aber dass sie eben für die unterschiedlichsten Orte und Einsatzmöglichkeiten bereit sind. Und die Entwicklung geht auch bei Star Citizen dorthin, dass es immer weniger Landing Pads geben wird, alleine damit man dieses Pop-In und Pop-Out von den Schiffen was so ein bisschen die Immersion stört, dass man ein Schiff ruft und wenn man aus der Scheibe guckt, dann macht es wupp und dann ist es da und fällt so ein Stückchen noch runter, bis es dann auf den Kufen oder Rädern zu stehen kommt. Das will man auf der Zukunft verhindern, sodass Port Olisar so ein bisschen ein Relikt aus den ersten frühen Alpha-Zeiten ist und sie auch das noch ein bisschen umbauen werden, dass man nämlich dann einfach nicht mehr mitbekommen soll, wenn Schiffe gespawnt werden oder auch despawnen, sondern dass man das hinter verschlossenen Hangartüren dann vorfindet und erst, wenn man den Hangar öffnet, dann sieht, dass ein Schiff dasteht. Das ist so ein bisschen die Idee für die Zukunft. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie die Hangars sich da entwickeln und was es da für Möglichkeiten gibt. Denn letztendlich hat ja jeder von euch auch mit den Game-Packages, die er hat, Hangars mit dabei. Und die sollen ja irgendwann möglich sein, im Verse zu platzieren. Natürlich weit, weit in der Zukunft, wenn es dann erst in Richtung des Releases oder vielleicht der Beta-Phase geht von Star Citizen. Da wird es dann möglich sein, auch die eigenen Hangars irgendwo zu platzieren, sodass man endlich mal die Hangartore öffnen kann und da rausfliegen kann. Und gerade für die Leute, die schon seit langer Zeit Backer sind, die freuen sich da riesig drauf, weil wie oft haben wir schon in unseren Schiffen, in unseren Hangars gesessen und darauf gehofft oder davon geträumt, dass man einfach irgendwann mal die Revel- und York-Türen öffnen kann und nach draußen fliegen kann. Mal sehen, wann das soweit sein wird, aber auf jeden Fall an dem Hangar-Konzept selber arbeiten sie jetzt so weit, dass sie in der Whiteboxing-Phase sind und dementsprechend erstmal die Metrics dafür festlegen, also im Grunde genommen die Größenmaßstäbe. Ja, weiter ging es dann mit dem Waffenteam, und das arbeitet momentan an der Gemini Ballistic Shotgun. Hier soll es also verschiedene Feuerarten und also Feuermodi geben und dementsprechend auch ein paar verschiedene Munitionsarten dafür, dass nämlich auf diese Art und Weise die Schrotflinte relativ divers einsetzbar ist. Das bedeutet mit einer großen Streuung oder mit einer relativ kleinen Streuung, wenn man zum Beispiel eben bestimmte Gänge entlang schießen will, dass die Streuung relativ klein bleibt, sodass die Schüsse nicht überall in der Wand einprasseln, sondern eben ihr Ziel am Ende des Ganges erreichen. Auf der anderen Seite soll es dann so sein, dass man eben auch, wenn man auf die kurze Distanz die größtmögliche Fläche an Schaden anrichten will, dass das umschaltbar ist. Also hier ein anderes Modell als die jetzige Devastator, die ja eine Energie-Shotgun ist. Das wird dann wohl eine ballistische, eben mit der entsprechenden Waffenwirkung dazu. Außerdem ging es ins UI-Team, also User Interfaces, und da stehen im Fokus der Vehicle Manager und der Equipment Manager. Alles das, was wir jetzt auch im Mobi-Glas andeutungsweise schon finden. Der Personal Equipment Manager, der ist als App, sagen wir mal so, momentan noch relativ schwer zu lesen und mit ziemlich vielen Bugs beheftet. Übrigens auch einer der Umstände, wie da ursprünglich mal der, ja, sagen wir mal, Golfball-Bug, den es so schön gab, wie der zustande gekommen ist. Wie gesagt, kommen wir gleich später nochmal ein bisschen zu, wo der herkam und wie das Ganze dann auch sich ergeben hat. Und da haben sie ganz, ganz viel Feedback gesammelt, haben also auch aus den jetzigen Releases 3.0, auch PTU 3.0, dann eben 3.01 und deren PTU jeweils das Feedback der Community eingesammelt und haben neue User Interfaces dafür vorgebaut. Hier sieht man im Hintergrund zum Beispiel schon mal den Mission Manager und natürlich die neue Personal Manager App, und die sieht schon mal sehr, sehr viel besser aus als das, was wir bisher haben, und da können wir uns natürlich nur darauf freuen. Am Anfang dieses Prozesses steht jetzt noch das Bug-Fixing, damit man die Schwierigkeiten, die dieser PMA und der Vehicle Manager hat, noch ausbügeln kann, und dann geht es in Richtung neues User Interfaces, das Interface, was man gerade im Hintergrund gesehen hat. Ja, und dann kommt der Character Customizer, und den sieht man jetzt hier auch schon andeutungsweise im Hintergrund. Man wird also hier mit der ersten Iteration die Möglichkeit haben, die Kopfform zu verändern, die Hautfarbe zu verändern, die Augenfarbe zu verändern, die Frisur grundsätzlich auf ein paar vorgefertigte Frisuren zu
zu verändern und auch die Haarfarbe anzupassen. Und das Ganze soll dann persistent sein. Das heißt, es soll sich von Session zu Session so locken, sodass man immer wieder mit dem gleichen Aussehen spawnt. Und da sind sie noch dann am Überlegen, wie machen sie denn das oder wann und wie kann man denn dann sein Aussehen ändern. Also nicht so sehr wie, das würde dann auch quasi über eine Art App funktionieren, aber vor allem wie oft wird das möglich sein, sein Aussehen zu verändern. Ich gehe davon aus, dass das in der Alpha-Phase noch sehr, sehr häufig sein wird, dass man immer mal wieder die Möglichkeit hat, sein Aussehen zu verändern und dass es von dort aus dann sozusagen immer konkreter wird und man natürlich irgendwann fürs Final Game dann vermutlich auch gesteuert mit über Squadron 42 dann sein endgültiges Aussehen für den Charakter festlegt und dann Geld dafür bezahlen muss, wenn man es ändern möchte. Zum Beispiel mit einer Operation oder indem man zum Friseur geht. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall noch unklar, wann und wie oft sie das jetzt in der Alpha machen, dass man das verändert. Auch hier wird Feedback aktuell gesammelt, kann also überall zu diesen ganzen Themen zu Spectrum gehen und sich dort selbst darüber informieren, was da so die Zielsetzungen sind und von dort aus natürlich auch nochmal selber seine Ideen einbringen, wenn man das denn möchte. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, und letztendlich das Special, was dann kam, das war zum Weapon Balancing, der größte Teil auch dieser Around the Verse Episode. Und das grundsätzlich als Präambel haben sie hier dazu gesagt, das Balancing von Schiffen, von Waffen, von Schilden, von Panzerung, all diesen ja wirklich kampfrelevanten Dingen, das wird nicht nur über die Alpha, sondern auch dauerhaft über die Beta-Phase oder und dann bis über den Release von Star Citizen hinaus immer wieder angepasst werden und es wird sich immer wieder verändern. Chris Roberts sagte selbst dazu, dass sie glauben, dass sie selbst wenn sie damit fertig sind, damit noch nicht fertig sein werden. Also das bedeutet, das ist ein ongoing process, eine Sache, die sich immer weiter fortsetzt und momentan jetzt in dieser Arbeit konzentrieren sie sich vor allem auf das Balancing von Schiffswaffen, denn das ist für die Backer und für uns Spieler hier am besten erlebbar, das ist auch am besten wahrnehmbar, wie sich Schiffswaffen verhalten und wie diese Schiffswaffen eben wirken entsprechend und die werden dann angeglichen quasi im Sekundärmerkmal mit den Panzerungen der Schiffe, mit den Schilden der Schiffe und so weiter und so fort. Dazu passen sie also auch die Schadensklassen der Schiffe selber an. Momentan gilt noch so ein bisschen die Regel, je größer das Schiff ist, desto mehr hält es aus. Diese Regel wird sich in Zukunft nicht in dieser Form fortsetzen, sondern sie unterscheiden dann da sehr genau im sogenannten Armor Layout, also in der Art, wie die Schiffe selbst gepanzert sind. Da werden sie unterscheiden zwischen Military Grade Armor, also militärischer Panzerung oder ziviler Panzerung oder worauf die Schiffe dann entsprechend ausgelegt sind. Eine Terrapin zum Beispiel ist ein sehr stark gepanzertes Schiff mit einem im Grunde genommen relativ hohen Defensivwert, die aber selber von der Waffenlast nicht sonderlich gut ausgestattet ist und hingegen ist eine Hull Sea eben ein Schiff zum Beispiel, was für den zivilen Markt gebaut ist, was zwar für seine Maßstäbe, so seine Größe relativ gut gepanzert ist, aber zum Beispiel eben mit einem militärischen Panzerung nicht mithalten kann. Und das sind eben Dinge, die sie sich dann zusammensetzen müssen und die immer wieder miteinander korrespondieren müssen und darum wird auch das ein ongoing process sein. Ich kann euch nur empfehlen, gerade zu diesem Teil mit dem Weapon Balancing nochmal die Tage bei SCB vorbeizuschauen. Die werden das dann nämlich nochmal im Detail betrachten und in ihrer Übersetzung bestimmt sehr ausführlich machen, sodass ihr hier die Möglichkeit habt, die ganzen Angaben nochmal im Detail nachzulesen. Das was ich natürlich in unserer Kurzzusammenfassung hier nicht so richtig leisten kann. Ja, das war also Around the Verse und von hier aus gehen wir dann direkt weiter sozusagen zu der Bruder- oder Schwestersendung davon, nämlich Reverse the Verse. Und Reverse the Verse, da ging es diesmal, war das eine echte Highlight-Folge, für mich zumindest, muss ich sagen, denn hier wurden Todd Pappy und Brian Chambers tatsächlich meine persönlichen beiden Lieblings-Developer hier aus dem Star Citizen, momentanen Star Citizen Team interviewt. Das Frankfurt Office war also live dazugeschaltet zu Discolando und sie haben eine Unzahl an Fragen beantwortet, die zwei, und sie sind lange ins Reden gekommen. Es war eine sehr, sehr ausführliche, spannende Sendung und hier kann ich euch auch nur noch mal den Tipp geben. Ich habe mir hier für die Sendung jetzt so 2, 3 wichtige Kernpunkte rausgesucht, die ich für spannend halte, aber guckt mal auf jeden Fall bei SCB in die Vollübersetzung rein, denn da ist ganz, ganz viel Inhalt noch, den ich hier gar nicht wiedergeben kann in der Kürze der Zeit. Da sind also sehr viele Detailfragen noch geklärt worden und sehr, sehr viele einzelne Dinge, die euch bestimmt interessieren und die mit Sicherheit euch helfen, auch einen besseren Überblick zu bekommen. Ich gucke mir mal an, die erste Frage, die direkt gestellt wurde, denn das war so ein bisschen ein Gerücht, was sich so durch die Star Citizen Community verbreitet hatte, durch
eine kleine Unschärfe in der Antwort eines Developers über Spectrum oder war es über Reddit, ich weiß es gar nicht mehr, und zwar zum Kriminalitätssystem. Und zwar war die Aussage auf einmal, man wird in Star Citizen dauerhaft gar keine Schiffe klauen können. Also Schiffe seiner eigenen Flotte hinzufügen können, indem man sie stiehlt, als Pirat agiert, das wird gar nicht möglich sein. Das beides haben die beiden aus dem Frankfurter Studio, Todd Pappy, Brian Chambers, sofort korrigiert, weil sie gesagt haben, hier muss man sehr deutlich unterscheiden zwischen Alpha-Development und dem, was Star Citizen später sein soll. Später soll es natürlich möglich sein, auch wenn es einigen Aufwand braucht und man als Pirat einigen Aufwand betreiben muss, damit es funktioniert. Aber man soll letztendlich auch die Schiffe, die man geklaut hat, dann selber seiner Flotte hinzufügen können. Auch dauerhaft. In der Alpha-Phase ist das jetzt nicht so. In der Alpha-Phase ist es so, dass die Schiffe, wenn man sie denn hatte, nachdem die Session beendet wurde, wieder zu ihrem Besitzer zurückwandern sozusagen oder beziehungsweise wieder in den Pool zurückwandern, denn wenn der Besitzer ordentlich drauf war, hatte er das Schiff ja sowieso versichert und kriegt das Schiff dann so in seiner Grundausstattung, wie er es eben versichert hatte, wieder. Das soll aber später eben, abgesehen von der Versicherung, das bleibt so, also der Spieler soll auch, der beklaut wurde, soll auch sein Schiff auf die Versicherungsart wiederbekommen, aber nichtsdestotrotz wird man auch als Pirat die Möglichkeit haben, diese Schiffe selber dann zu claimen und sozusagen selber seiner Flotte hinzuzufügen. Allerdings wird man da einige Schwierigkeiten in Kauf nehmen müssen, denn das Ganze ist dann eben mit einem Kriminalitätssystem verbunden. Das heißt, es geht dann hier in die Richtung so ein bisschen von Grand Theft Auto. Also das heißt, wir haben ja da, wer das gespielt hat, kennt ja, dass es da so Sterne gibt oder ähnliches. Ein gesucht Level, das man sich erwirtschaften kann, und je höher der Gesuchtstatus ist, desto schwieriger hat man es dann in bestimmte Orte, bestimmte, ja, sagen wir mal Locations oder ähnliches reinzukommen, und genauso wird es hier sein, streng bewachte Systeme der UEE, wo viele Kontrollen sind, gerade durch die Advocacy, da wird man seine Schwierigkeiten haben, wenn man ein großes oder hohes Gesuchtlevel hat. Auf der anderen Seite wird es einem durchaus einfacher fallen, wenn man eben bestimmte Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel die Schiffe selber zu hacken, die Schiffe selber, den Schiffen selber eine neue Tarnidentität zu geben und ähnliches zu machen. Das System ist aber nicht konkret bisher im Test, was die Kriminalität selbst angeht, sondern hier testen sie momentan eher die gute Seite, wie sie sich ausdrückten. Das bedeutet, die Seite des Gesetzes und der gesetzestreuen Bürger, die wird jetzt hier an der ersten Stelle mal als Reputationssystem getestet, sodass man sich quasi verdient machen kann bei bestimmten Missionsgebern und auf diese Art und Weise dann seine Perks dann herauskriegt. Das ist also erstmal das, und dann spannt ich eine spannende Frage, wird es denn auch unter Wasserwelten und mit Flora und Fauna geben oder werden diese entwickelt bei Star Citizen? Ja, und da war die Frage als beantwortet, grundsätzlich ist das möglich und im Grunde genommen als Langzeitziel auch in Planung, aber momentan wird daran nicht entwickelt. Es ist durchaus geplant für eine vollständige Immersion, dass die Spieler schwimmen können selbst, also die Charaktere, Avatare werden schwimmen können, und unter Umständen, wenn es sich alles so entwickelt, wie sie es denken, dann wird es sogar Unterwasserfahrzeuge geben, die man dann später auch im Spiel erwerben kann. Wie weit das so ist, sie machen da keine Versprechungen, aber es ist zumindest im denkbaren Raum des Möglichen, und da müssen wir dann ein bisschen abwarten. Ja, außerdem war dann die Frage, wie ist es denn, und da beantworte ich so ein bisschen zwei Fragen, die sie da gestellt haben in einer, wird es denn spezielle Waffenvisiere geben und Scopes und ähnliches, also Module für die Waffen, die dann zum Beispiel bestimmte Eigenschaften haben, wie Nachtsicht und ähnliches. Und da sagen sie, ja, das wird es auch geben. Einmal wollen sie sowieso das Taschenlampen- und auch Schiffsscheinwerfersystem so weit verbessern, dass man in der Dunkelheit auch die Chance hat, auch auf Entfernung was zu sehen oder anstrahlen zu können. Dann wird es sogenannte Helmmodule geben, die man sich also quasi ansteckt in den Helm oder die dort eingefügt sind, sodass man dort eine Nachtsichtmöglichkeit oder einen Restlichtaufheller oder ähnliches in der Art hat. Vielleicht sogar eine Thermalsicht, was ich ja ziemlich geil fände, sodass man da umschalten kann in dem jeweiligen Visor, was man dann für eine Sicht haben will und was einem dann eben auf so einem stockfinsteren Planeten auch eine gewisse Sicht ermöglicht. Und das als zweiten oder dritten Punkt dann wird dann auch auf die Visiere von Waffen umgelegt, sodass man unabhängig von den Modulen, die man im Helm hat, eben bestimmte Visiere kaufen kann, die man auf die Waffen steckt, und dann gibt es zum Beispiel eine Nachtsicht oder ähnliches. Also fand ich ziemlich cool, und als letztes auch eine Information, die wir schon mal gestreut haben, aber die ich an der Stelle gerne nochmal wiederhole, weil sie auch gefragt wurde, und zwar ob es Neuigkeiten gibt zu dem Schiffskauf in-game,
war ja ursprünglich mal mit der 3.1 geplant. Und da hat Top Happy nur darauf geantwortet, dass es ja auch in Calling All Deaths schon mal gesagt wurde. Für 3.1 steht dieses Schiffe kaufen in-game momentan nicht auf dem Plan. Aber es hat nach wie vor eine sehr hohe Priorität. Und es ist von einer Basistechnologie abhängig, die ins Spiel gebracht werden muss, und zwar den sogenannten Item-Kiosks, die man einrichten muss und wo das System funktionieren muss. Und hier nochmal zum Verständnis, wir haben momentan im Spiel entweder Läden, wo man eine Art Schaufenster oder Regal hat, wo man hingehen kann und sagen kann, ich möchte diese Waffe, dieses Magazin und diesen Medpen oder ich möchte diesen Komponenten haben. Das kann man dann sozusagen mehr oder weniger anfassen, greifen und zur Theke tragen und dann kaufen. Auch wenn es alles übers Mobiglas funktioniert. Aber auf der anderen Seite haben wir nur Trading Terminals, die eigentlich Ware verkaufen, die aber im Grunde genommen nicht von uns als Interaktionsmöglichkeit gegeben ist, sondern man kauft die Ware eben und dann ist sie da und sie ist im Schiff und man kann sie wieder verkaufen. Und wenn man das Schiff sprengt, dann hat man auch viele tausend kleine Kisten, die man dann auch einzeln nehmen kann. Aber es ist im Grunde genommen kein Ding, wie jetzt zum Beispiel eine persönliche Ausrüstung zusammengestellt wird. Und für Schiffe ist es eben wichtig, dass sie diese Art von Terminal, wo man shoppen kann, dann auch haben, zum Beispiel in Astro Armada Store, wo man dann eben nicht eine Reclaimer irgendwo ausgestellt sieht, sondern eben maximal das Modell einer Reclaimer auf einem kleinen Terminal und dann dort kaufen kann. Und dieses Shopping-System muss dafür noch erarbeitet werden. Wann es soweit ist, haben sie nicht gesagt, beziehungsweise können sie momentan nicht abschätzen, aber sobald sie es wissen, werden sie es auf jeden Fall einbauen in die Roadmap. Ja, fand ich sehr, sehr spannend. Also das nochmal als Information, wann denn das Schiffe kaufen soll, kommt. Und mein persönlicher Tipp ist, dass sie es versuchen werden, auf jeden Fall in diesem Jahr ins Spiel zu bringen. Vielleicht sogar mit 3.2. Ja, soviel also dann zu Reverse the Verse und dann bleibt uns natürlich auch noch die dritte spannende Show, die uns Star Citizen momentan bringt, und da war wirklich keine Spur von Sarkasmus jetzt dabei. Ich finde die Shows, die sie jetzt machen, ziemlich cool und insbesondere hier Calling All Deaths ist eines meiner Favorites, kommt immer am Montagabend bzw. Montagnacht, und hier ging es dann um Golfballs und Tessa. Kann man so sagen, ja. Und das allererste, was dann hier der liebe Disco Lando gefragt hat, war nach dem Golfball-Bug. Ja, und das ist der Bug, der vielen Spielern leider um die Weihnachtstage und im Januar das Spielen etwas vermiest, wenn nicht gar unmöglich gemacht hat. Denn dieser Bug hat dazu geführt, dass man nicht mehr richtig spawnt. Das heißt, dass im Grunde genommen der Spieler als kleiner komischer Ball irgendwo auftaucht oder komplett unsichtbar ist oder eben man sozusagen alle Features des Körpers vermisst und auf diese Art und Weise überhaupt nicht mehr im Spiel agieren oder interagieren kann, geschweige denn, dass er von irgendwem wahrgenommen oder gesehen wird. Und dieser Bug entstand dadurch, dass die persistenten Daten des jeweiligen Spielers, des jeweiligen Accounts, gelöscht wurden. Die wurden also im Grunde genommen durch ein Chaos, wenn man so will, was in der Datenbank entstanden ist, wurden sie aus dem Spiel genommen und so konnte der Spieler überhaupt nicht mehr ins Spiel reingehen und dort interagieren. Und das hat dazu geführt, dass der Körper nicht mehr richtig dargestellt wurde und man zum Beispiel als kleiner Golfball gespawnt ist, anstatt dass man einen richtigen Körper hatte. Der Grund dafür lag in der sehr, sehr starken Veränderung des Inventarsystems, die sie vorher vorgenommen hatten. Diese Personal Manager App, von der wir vorhin schon gesprochen haben, die jetzt auch in der weiteren Bugfixing und Überarbeitung ist, die hat die Daten unvollständig abgefragt und hat sie eben unvollständig an den jeweiligen Server geliefert und dadurch wurde dieser Bug verursacht. Ist tatsächlich bei vielen auch aufgefallen, dass sie diesen Bug hatten, nachdem sie besonders schnell im Mobiglas über diesen Personal Manager App geklickt haben, bevor der vollständig geladen war. Und das hat dazu geführt, dass es eben diese Schwierigkeiten gab und dass Leute wirklich auf einen komplett Reset ihres Accounts warten mussten, der dann händisch vorgenommen wurde vom Account. Dafür haben sie jetzt übrigens inzwischen eine Lösung gefunden, das sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Nichtsdestotrotz war das dies der Fehler und ihnen war der Fehler auch bekannt. Bereits im PTU von 3.0 war er bekannt, allerdings hatten sie da ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht genug Daten hatten, um den Fehler wirklich ausschließen und ausmerzen zu können. Und da wurden wir als Backer da so ein bisschen als Versuchskaninchen benutzt und sie haben es extra mit in den Live-Build übernommen, weil sie wussten, dadurch kommen genug Fehler zustande, sodass sie dann im Endeffekt rausfiltern können, wo dieser Fehler herkommt. Ja, da waren wir also quasi die Laborratten für CIG, aber das ist eben das Leben eines Alpha-Backers. So kann man das nicht anders sagen. Ja, nächste Frage ging dann um das Dekorieren von Schiffen.
Das heißt, das Ausstatten von Schiffen im Innenraum selbst, zum Beispiel Bilder an die Wand hängen oder irgendwelche komischen Wackeldackel irgendwo hinstellen, was auch immer. Der kleine Ventilator, den es früher mal in der Cutlass gab, wer sich daran noch erinnert, so ein bisschen in als Hommage an den Hind-Helikopter war es, glaube ich, wo der auch mit drin war. Also das alles soll auch kommen, allerdings arbeiten sie momentan nicht daran. Das ist keine priorisierte Arbeit. Es wird aber in der Zukunft einige Tests dazu geben. Eben zum Beispiel so eine Wackelkopffigur, die man sich dann da hinstellen kann aufs Cockpitbrett und die dann entsprechend passend zur Physik und zu den G-Kräften, die herrscht, irgendwie dann auch sich bewegen soll. Das heißt, die individuelle Innengestaltung der Schiffe wird kommen. Das ist ein wichtiger Punkt für sie, aber sie sind momentan dann noch in einer sehr frühen Testphase. Weiter ging eine Frage, die, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant ist, insbesondere für so alte EVE Online-Spieler wie mich, war die Frage nach der Star Citizen API. Wird es also eine Möglichkeit geben, von externen Quellen, wie zum Beispiel Browsern oder vielleicht auch Apps, auf Star Citizen als Game zugreifen zu können, um zum Beispiel eine Übersicht über seine eigenen Schiffe zu kriegen, über seinen eigenen Inventar und so weiter, also Dinge, die man sozusagen aus dem Spiel rausziehen kann. Und da haben sie gesagt, grundsätzlich wollen sie das machen, sie wollen eine API schaffen, mit denen man auf diese Daten eben zugreifen kann. Die Idee dahinter ist, dass es vor allem eine API ist, die sich mit dem Inventar der jeweiligen Spieler beschäftigt selbst, also die auch direkt auf quasi das Inventory Management System von Star Citizen zugreift, sodass man hier die Möglichkeit hat, sozusagen seine persönliche Ausrüstung auch außerhalb des Spiels zu verwalten und eben auch seine Schiffe und alles, was damit zusammenhängt. Das ist, glaube ich, das, was den Kern dieser Bitte auch der Spieler ausmacht. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie dieses Feature, obwohl es geplant ist, nach relativ weit hinten geschoben haben, weil es momentan noch keinerlei Relevanz hat. Das wird auch erst aktuell, wenn es wirklich in einem, ja, sagen wir mal, eher ausentwickeltes und persistentes Universum geht. Das heißt, wenn wir im PU so weit angekommen sind, dass sie sagen, gut, wir wipen oder bringen jetzt nicht mehr alles durcheinander bei jedem Patch, sondern es entwickelt sich von hier aus langsam zu einem Live-Release. Erst dann soll es auch für die Spieler interessant sein oder werden, dass man so etwas von außen kontrollieren kann. Denn dann hängt ja auch im Grunde erst dran da was. Und jetzt momentan ist das keine Priorität. Wird es aber geben. Momentan liegt der Fokus in diesem Punkt eher auf Spectrum und die Integration von Spectrum dann in das Spiel selbst, damit man das auch später dann über eine Handy-App oder ähnliches nutzen kann, um zumindest zu kommunizieren mit Leuten, die dann eben in-game sind. Ja, weitere Frage, und das war so ein bisschen die Bad News von dieser Sendung, da ging es dann um die Redeemer. Wer sich erinnert, die Aegis Redeemer ist ein Schiff, was über The Next Great Starship, ein Community-Preisausschreiben, wenn man so will, designt wurde. Das heißt, dieses Schiff wurde nicht von CIG selbst designt, sondern von einem Team aus Backern, die sich im Grunde genommen verdient gemacht haben, dadurch, dass sie einen Preis gewonnen haben, nämlich diesen The Next Great Starship, in dem sie die Redeemer aufgebaut haben und der dann auch von der Community als das spannendste Schiff gewotet wurde. Ja, die Redeemer ist seit dieser Zeit im Endeffekt ist sie Hangar ready, steht da im Hangar rum und verstaubt langsam, weil sie momentan keine Ressourcen dafür einplanen, um dieses Schiff in seiner Entwicklung weiterzuführen. Und das Problem, oder es gibt, der Hintergrund davon ist, dass es große Probleme mit dem Schiff gibt, und zwar mit dem Schiffsdesign und dem ganzen Aufbau selbst. Das ist eine große Baustelle. Es wurde nämlich zu einer Zeit gebaut und nach Maßgaben gebaut, die inzwischen überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise stimmen. Gerade diese Metrics, also die Größenverhältnisse und ähnliches, müssen komplett angepasst werden. Und dazu kommt noch, dass das Schiff momentan weder für Star Citizen als MPU noch quasi für Squadron 42 eine wirkliche Relevanz hat und dementsprechend auch nicht in den immanent wichtigen priorisierten Zeitplänen drin ist. Sie entscheiden momentan Stück für Stück dazu, was aus diesem Schiff mal werden soll. Das ist keine Entwicklung, die jetzt sofort passiert, sondern die sich über die nächste Zeit hinziehen wird, wenn sie sich darüber Gedanken machen. Soll das jetzt ein vollwertiges Dropship sein oder eher ein vollwertiges Gunship? Denn momentan in seinem Design ist es so ein bisschen was von beidem und damit gar nicht so richtig. Mit 6 Leuten Platz und ein bisschen Ausrüstung und einem ziemlich verbauten Interior-Design und dafür einer Waffenlast, die heutzutage gegenüber anderen Schiffen auch nicht mehr richtig angemessen ist als Gunship, ist es eben nicht Fisch, nicht Fleisch. Und sie müssen sich erstmal darüber im Klaren werden, was es wird. Momentan
jetzt zum jetzigen Zeitpunkt tendieren sie dazu, daraus ein Gunship zu machen, so wie es auch ganz ursprünglich mal vorgesehen war, so ein bisschen eher wie der Hind-Helikopter, der eben wirklich vor allem durch die Waffenlast beeindruckt und außerdem noch Leute mit transportieren kann, aber der eben insofern kein Dropship ist, sondern eben vor allem als aggressives Kriegsmittel benutzt wird, und das soll so ein bisschen auch das Vorbild für die Redeemer sein. Ob es dabei bleibt und ob sie sich darüber überlegen, ob das Gunship vielleicht doch weniger die interessante Rolle und stattdessen lieber das Dropship in den Vordergrund rücken soll, das wird sich zeigen, aber, und jetzt kommt's, nicht mehr im Jahr 2018. Dafür ist das Schiff da, ist das Schiff nicht in der Pipeline, das heißt, wir werden erst im nächsten Jahr 2019 wohl Neuigkeiten dazu hören, und da sind wir natürlich alle gespannt, auch wenn wir uns da leider noch etwas gedulden müssen. Ja, ansonsten habe ich mir noch Tessa Bannister rausgesucht, ja, die junge Dame, die in der ICC-Probe saß, in der 2.x-Version von Star Citizen und einen von jedem Anflug erneut vergessen hat. Also mit jeder Session musste man sich neu vorstellen und sie sagte, hey, wer bist du denn? Und ich sagte, ja, ich bin der gleiche, der hier schon etwa 250 Mal war bei dir, aber na gut, vielleicht erinnerst du dich nächstes Mal bei dir an mich. Und sie hat gesagt, ja, gut, gibt also Missionen, die sie rausgibt, und in der 3.0, wem es aufgefallen ist, ist sie nicht mehr drin, da gibt es auch die ICC-Probe in dieser Form nicht mehr, und da war natürlich die Frage, kehrt denn Tessa irgendwann zurück? Und ja, Tessa wird zu uns zurückkehren, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, denn vorher müssen die passenden Spielmechaniken zu ihren Aufträgen erstmal ins Spiel gebracht werden. Und da ist das Allerwichtigste die Scanning-Mechanik. Denn Tessa wird vor allem so Aufklärungs- und Untersuchungseinsätze, Investigations für uns haben. Und die müssen quasi komplettiert werden auf der Gameplay-Seite von den entsprechenden Mechaniken, damit man eben nicht nur automatisch in irgendeinen Kampf reinrutscht, sondern damit man wirklich ein bisschen was raus untersuchen und im Endeffekt auch ermitteln kann für Tessa. Und das wird also die Voraussetzung sein, damit Tessa wieder ins Spiel kommt und damit es auch diese Missionsprofile wieder gibt. Vorher wird also da weiter nichts passieren, aber mit diesen Mechaniken und insbesondere der Scanning-Mechanik wird auch Tessa wieder ihren Weg ins Spiel finden. Ja, so viel dazu. Das war also der durchaus spannende Teil von den Formaten, die wir hatten. Around the Verse, Reverse the Verse und Calling All Devs. Und an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wen es interessiert, wir hatten letzte Woche eine sehr, sehr spannende Show bei uns auf dem Twitch-Channel. Da ging es einmal um CIG vs. Crytek, hatte ich vorhin schon mal angekündigt. Das kann man sich als Highlight bei uns angucken, um alle Infos zu kriegen. Aber was auch ein sehr interessanter und spannender Teil war, wo ich viel Unterstützung hier durch die Community hatte, selber war die geplanten Network und Performance Updates und die Verbesserungen, die damit einhergehen. Da haben wir uns nämlich auch in der Talkrunde drüber unterhalten, lange und ausführlich, was das denn im Einzelnen alles bedeutet. Das heißt, was da alles mit Patch über Patch zu uns rüberkommen soll und wie das denn unser Spielerlebnis auch verbessern soll, was da geplant ist und was die Hintergründe davon sind. Und da diese Frage ja immer mal wieder kommt, verweise ich euch hier an der Stelle ganz freundlich auf dieses entsprechende Highlight. Ich verlinke das dann auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal ausführlich zuhören, was denn hinter den ganzen Begriffen, die da in der Roadmap stehen, sich verbirgt. Und so ein bisschen mehr Überblick bekommen und vielleicht sich auf den ein oder anderen Patch, der dann solche Verbesserungen mit sich bringt, besonders freuen kann. Ja, ansonsten gehe ich noch zu unseren nächsten Livestreams, wie immer. Der nächste Livestream ist am Sonntag, dem 11.02., also dem Tag, wo diese Episode hier dann auf YouTube kommt. Ab 19.30 Uhr, der Star Citizen Let's Play Sunday mit Dozer wieder als Host. Da gehen wir dann also ins Verse und gucken mal, was in der 301 vielleicht noch so zu machen ist. Dann haben wir am Mittwoch, den 14.02., dann kennen wir ja dieses Datum, ne? Ist meiner Meinung nach der Valentinstag. Da haben wir dann unseren Valentinstag-Stream und ich weiß nicht, ob ich mit Herzchen um mich schmeißen soll, mit Merci-Packungen oder sonst irgendwas. Wir haben noch nicht genau festgelegt, was wir an dem Tag machen. Vielleicht lassen wir uns einfach mal inspirieren und gucken mal, was wir vielleicht für lustiges Valentinstag-Special da machen können. Ein bisschen den Stream der einsamen Herzen, wenn man so will. Und dann am Freitag, den 16.02., haben wir um 17.30 Uhr dann den SCB-Verse-Report wieder live auf Twitch ab 17.30 Uhr und danach die Q&A-Talkrunde. Schaut vorbei, ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr spannende Zeit hier und macht riesen Spaß, da mit euch zu interagieren und eure Fragen zu beantworten. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns hier auf YouTube oder auf Twitch, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Schreibt uns natürlich viele nette Kommentare. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns unterstützen wollt für unsere Arbeit hier bei Star Citizen und als YouTube- und Twitch-Creator, dann geht doch mal auf Patreon, denn da findet ihr ab 1 Dollar pro
pro Monat schon etwas, was uns auf jeden Fall weiterhilft und wir freuen uns riesig darüber. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Saw ya out.